Ich habe jetzt mal ein paar Sekunden vorher den Aufnahmeknopf gedrückt, denn manchmal bleiben ja meine Videos oder sind meine Videos am Anfang schwarz. Dann steht da komischerweise, wenn ich das File in den Editor reinhaue, Media Offline vorne. Irgendwie fange ich dann zwar schon an aufzunehmen, aber irgendwie ist das dann schwarz und deswegen taucht manchmal, wie im letzten Video, vorher so ein kleines Bildchen auf, obwohl schon eigentlich grafisch etwas da ist, aber das mal nur so zur Erklärung, warum manchmal so ein Bildchen gerade so am Anfang der Files bei mir auftaucht. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und jo, das Märchen vom Warm-up. Ja, wir haben das Märchen geträumt hier und es blieb aber leider bei einem Traum. Das war nicht so schlimm, denn wir haben ja am Freitagabend noch Warm-up-Vorbereitung getroffen, denn ich habe im Laufe des Freitags erst festgestellt, dass ich hier in dem Qualifier, das heißt nicht in dem Qualifier, sondern in dem Warm-up hier, in diesem Warm-up beim Team Queso oder beim Queso Cup auch jetzt offizieller Streamer tatsächlich geworden bin. Also irgendwo tauchte ich plötzlich unter den Castern aus und hatte auch Zugang zu diversen Creator oder Caster Channel oder Streamer Channels. Und das fand ich natürlich sehr, 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 sehr nett. Ohne dass es darüber natürlich eine Information gab. Ja, es gab also keine E-Mail, Toto, du bist angenommen oder so. Dein Google-Form ging durch. Ich habe dann auch irgendwo ein paar Fragen noch gestellt, denn es gab noch ein paar Unklarheiten. Man musste das Ganze ja über eine App machen. Die App nennt sich Appgrade. Und über diese Appgrade kann man Turniere steuern, unter anderem auch den Queso Cup hier. Und das fanden wir eigentlich sehr, 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 sehr gut. Also es war natürlich auch sehr, sehr unscheinbar. Also letztendlich, wir waren 6 Leute, wir waren hochmotiviert. Wir sind dann abends schon, glaube ich, in den Clan gegangen, weil es ja morgens um 10 Uhr dann losging, samstags morgens. Und ich habe mich selber dann die ganze Nacht nur verrückt gemacht hier und habe mir die ganzen Sachen runtergeladen, die man zum Streamen braucht, also Overlays, Bildchen hier, Bildchen da und so weiter, habe mir hier komplett alles stundenlang in OBS reingebastelt. Und wir sind dann auch morgens gestartet. Ich schalte mal einmal um zur App, dann seht ihr das auch. Und zwar ist das die App Upgrade, also die ist jetzt nicht irgendwie nur dafür da, sondern die spielen hier einige Turnierchen. Und ich muss mal nur gerade sehen, wo man das eigentlich sieht hier in den News. App Ranking in den Tournaments, ja, und in den Recent Tournaments, da seht ihr, dass es viel, viel, noch viel, viel andere Sachen auch gibt, FIFA und so weiter. Also es gibt richtig, richtig viele, richtig, richtig viele Turniere hier, wo man sich letztendlich anmelden konnte, beziehungsweise die auch schon gelaufen sind und die jetzt auch laufen. Ihr seht, wir hatten jetzt schon mal das Enrolled, also das ist jetzt schon gewesen, das ist der erste Qualifier. Und hier sah man dann auch immer auf unserer Seite hier unter My Teams, sah man dann auch immer die Begegnungen hier. Und die sind jetzt allerdings, ja, die sind natürlich leider weg, aber ihr seht, wir haben 2 Games gespielt, Winrate sogar 50%. Wenn man hier reinkam, dann hatte man in jedem Fall, naja, es ist jetzt ein bisschen verschoben nach links, dann hatte man in jedem Fall sein Match vor sich und hatte auch einen kleinen Chat. Das heißt also, alles spielt sich hier über diese App ab und das ist natürlich sehr, sehr cool. Also jegliches Battlen fand hier statt. Und man konnte dann hier auch sehen, wie ist eigentlich der Schedule. Das Ganze ging ja dann am Samstag los. Und hier seht ihr das auch. Hier sind unsere Begegnungen noch. Und ich glaube, hier kann man auch noch reingehen. Hier haben wir die Funny Bunnies, haben hier gewonnen. Und man kann dann hier nochmal in den Chat reinpacken. Und die haben dann auch geschrieben, please accept. Aber es kam nichts an von denen. Ja, und wir haben dann ein Veto eingelegt hier per Bild, dass der Clan-Tag wrong ist. Also wir haben den Clan schon gefunden aufgrund des Namens, aber leider hatte der Leader seinen Tag als Clan-Tag reingepackt und nicht den Clan-Tag gelassen als solchen Clan-Tag. Und da haben wir Veto gegen eingelegt und dann hat der Admin irgendwann entschieden, Victory for Funny Bunnies. Also unehrenhaft hier das erste Spiel gewonnen. Der andere Clan, gegen den wir dann danach mussten, die Friends Forever, die haben es natürlich sofort geblickt. Und dort gab es dann auch, gibt es auch einen kleinen Chatverlauf. Die konnten uns auch nicht inviten.
wir konnten uns wahrscheinlich nicht inviten, weil wir nicht genug Leute waren. Stand dann da auch, ja, der Admin hat auch gesehen, wir sind nicht genug Leute. Ja, Leute, wir hatten eine kleine Sperre. Ja, wir hatten eine kleine Sperre. Drei Leute von uns waren leider noch gesperrt. Wir haben nämlich gedacht, wir spielen Clankrieg und machen Friendly Wars. Also es ist mir wirklich ein unverständliches Ding, dass man die Friendly Wars nicht spielen kann, wenn man Clankrieger hat. Wenn man aber Liga hat, kann man ja auch die Friendly CWs natürlich spielen, weil am nächsten Wochenende haben wir Liga und wir haben dann schon den zweiten Qualifier, an dem wir natürlich auch teilnehmen werden, weil wir jetzt auch wissen, wo der Hase langläuft, beziehungsweise wie das ganze System hier funktioniert. Und man konnte dann halt weiter gucken. Für uns gab es natürlich nichts mehr danach zu machen, aber man kann hier, soweit ich mich erinnern kann, ich muss immer mal wieder so ein bisschen zurück. Informationen. Ja, hier können wir nur enrollen. Und hier konnte man dann sehen, hier ist der ganze Qualifier, also 248 haben eigentlich teilgenommen. Und hier kann man dann auch sehen, was man an Schedule hatte, beziehungsweise hier sieht man die ganzen Runden. Am Ende habt ihr wahrscheinlich gestern gesehen, Barzinger gegen EM Esports. Also ich habe mir das ganze Spektakel auch ab einer gewissen Runde angeschaut beim Noobs. Und auch den, also man konnte hier dann auch seine Runden natürlich sehen und dann auch die nächsten Runden, wer gegen wen spielt. Und so ging das, so wurden es natürlich immer weniger. Ihr seht das hier, Runde 6, da sind es nur noch 8 Mannschaften. In Runde 7 sind es dann noch 4 und klar in Runde 8 quasi Art Endspiel. Und das Ganze konntet ihr bei Noobs verfolgen. Das hätte ich jetzt auch machen können, das haben aber auch ganz 1000 andere gemacht. Und ich muss wirklich sagen, ich bin auch gerne Zuschauer und muss nicht unbedingt etwas auch noch zusätzlich dokumentieren, wo es ja schon jemand anders, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum macht. Das wird sicherlich mal anders sein, dass wir das aufteilen nicht aufteilen, sondern das parallel zeigen oder so. Denn jeder hat ja seine favorisierten, sage ich mal, Streamer, den er da so ein bisschen zuhört und zuguckt. Und von daher fand ich es aber eine wirklich sehr, sehr gelungene Sache. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe ins Spiel, Leute, dann backt mein X-Server immer. Ihr seht das dort, jetzt ist der da so ein bisschen verschoben. Das muss ich leider einmal so ein bisschen eben fixen. Muss man eben gucken, wie man das eigentlich fixen kann hier. Und wenn ich hier jetzt sage, Transformation zurücksetzen, dann ist sie nicht zurückgesetzt, sondern ich muss einmal den R-Server stoppen und starten. Ich mache das eben mal. Dadurch wird natürlich dann das Ganze einmal, wie soll ich sagen, schwarz, also so wie im Livestream hier, Leute. Ich lasse das jetzt auch mal laufen, die Aufnahme, dann seht ihr so ein bisschen Live-Geplänkel. So, der dürfte jetzt aber aus sein, jawohl. Dann kann ich ihn einmal neu starten. Das ist ein Bug im iServer, dass der nicht aus der Vertikalen wieder in die Horizontale gehen kann. Keine Ahnung, das scheint mir immer noch ein bisschen buggy zu sein. Und jetzt sucht er und jetzt baut er aber wieder neu auf. Und wir sollten dann sofort wieder da sein. Geht eigentlich relativ zügig, da sind wir. Und so haben wir dann unser altes Bild. Und ich bin dann auch noch hier hingegangen und habe vor allen Dingen, das kommt noch dazu, habe vor allen Dingen meine Tierchen hier noch völlig nicht gegemmt. Aber ich habe hier fast alle Bücher ausgegeben. Habe dann hier alles an Marken reingeballert. Also ich hatte jetzt hier an Raid Medals hatte ich nur noch 32. Ich habe wirklich alles in Dunkles investiert, um die Pets auch noch ein bisschen höher zu kriegen. Habe natürlich hier das ein oder andere noch mit dem Hammer fertig gemacht, innerhalb meines Dorfes. Und glücklicherweise habe ich jetzt wieder 1032 Medaillen dazu bekommen oder 1132. Aber dennoch war natürlich ein bisschen schade. Der Start war ein bisschen holprig, aber uns hat sehr, sehr gut gefallen. Wir haben auch einen eigenen Kanal dafür im Discord geschaffen und waren auch zu dritt letztendlich im Voice. Wäre natürlich schön, wenn alle damit drin wären. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und ich freue mich in jedem Fall, dass wir das an der Stelle gemacht haben. Hab letztendlich dann am Samstag, Sonntag gar nicht mehr viel hier in Clash of Clans gemacht. Wollte ein bisschen, ja, so ein bisschen Ruhe haben, ein bisschen halt nur Streams gucken und habe ein bisschen nebenher gefarmt. Also mit den Kobolden, das ist jetzt aber auch vorbei. Ich habe sie nicht mehr in Training, aber ihr seht's, ich bin auch in der Liga ein bisschen runtergerutscht von den Pokalen her. Das macht aber nichts. Letztendlich kam es mir natürlich darauf an, dass ich hier im Attack-Log, dass ich immer viel, viel Dunkles mit wenig Aufwand hier hole.
Und das hat super, super funktioniert. Ich habe jetzt noch einen Bauarbeiter frei, hole mir jetzt gleich, glaube ich, die Results ab hier. Da weiß ich auch schon, was ich mache. Also ich versuche natürlich jetzt auch vom zweiten Qualifier möglichst viel hier rauszubekommen, was die Base angeht und was die Pets angeht. Aber ich bin jetzt auf einem wirklich guten Weg. Habe jetzt den Phoenix mittlerweile auf, ja, der läuft auf 8. Habe einmal noch den Poison Lizard hochgedrückt. Ein Level und naja, mal sehen, wo die Pets an diesem Wochenende sind. Ich denke mal nicht so wirklich höher, aber ich habe auch die Defense hier ein bisschen weiter geklopft. Ihr seht, noch zwei Kanonen, zwei Bogenschützentürme und ja, das war es eigentlich schon. Kein Mortar mehr. Da habe ich den letzten angestoßen, da unten, den Minenwerfer. Und dann ist nur noch Kleinvieh, also die Bomben und die Airbomben. Und dann war es das hier. Natürlich noch ein paar Mauern, aber auch nicht mehr so viele. 104 Stück, das ist auf jeden Fall überschaubar. Und dann kann ich auch wieder ein bisschen höher gehen in die Liga oder in den Ligen, um da das Ganze reinzufahren. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. 3 Tage hier mit den Schleichis, wovon ich dann auch eine Stunde, glaube ich, geboostet habe. Ich glaube, die letzte habe ich nochmal richtig geboostet am Samstagmorgen und habe hier richtig was reingefarmt. Also lohnt sich in jedem Fall. Und zweiten Qualifier melde ich uns jetzt an. Ich hoffe, die Informationsfolge, ja, hat euch trotzdem ganz gut gefallen, auch wenn wir es gar nicht geclasht haben. Aber ja, unser Märchen geht ein bisschen weiter. Wir wollen wenigstens ein, zwei Spiele machen, bevor wir dann rausfliegen. Das ist ja nicht so schlimm. Dabei sein ist alles und wir haben so ein bisschen ja, daran geleckt und haben jetzt so richtig Bock drauf, auch im zweiten Qualifier, aber diesmal richtig zu spielen. Und ich denke mal, mit der App-Upgrade und dem Admin-Team von dem Queso Cup, die wirklich, wirklich gut sind, also Hut ab, toll organisiert, hätte ich so überhaupt nicht erwartet. Auch das Ganze, was über den Discord stattfindet, ist wirklich toll organisiert, klasse gemacht. Da gibt es nichts zu meckern. Das meiste macht man eh alles über die App. Und von daher hoffe ich, dass ich euch vielleicht doch was zeigen kann, dass meine Overlays dann doch mal zum Tragen kommen hier für den Queso Cup und ich euch vielleicht doch die ein oder andere Begegnung zeigen darf oder kann oder will oder machen muss. Und damit bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Wochenstart. Bis dahin, danke, danke. Ciao, ciao. Euer Toto. Flasht.